Das Twilight Council erneut jetzt hier im Bau und das wundert mich sehr. Oh, was auch immer gerade hier Vytra macht, er hat Double Twilight Council und das ist wirklich seltsam. In diesem Augenblick wird auch gerade die Thermal Lens fertig und wir haben den Terran, den Protospieler, der gerade weit über die Karte jetzt hier sich bewegt, hat auch auf jeden Fall auch gerade den Vorteil, dass er komplette Map Control hat. Wir haben die ersten Vikings hier auf dem Wege. Und ich denke, das ist ein Missbild. Ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt so Absicht ist, hier Double Twilight Council zu spielen hier von Dark Lord. Also da bin ich mir jetzt nicht sicher, oder ob er jetzt hier auf Double Upgrades mit Charge und Blink gehen will. Das wäre natürlich sehr hart. Währenddessen hier 1-1 Upgrade ist durch für den Terraner. Border gleich das 2er Schadensupgrade für die Infanterie. Und wir sind auch hier Double Forge für den Protoss. Das heißt, auch Double Upgrades gleich für ihn auf dem Wege. Und wie gesagt, er nutzt die Twilight Council nicht. Er hat zwei und ich verstehe auch nicht, warum er das macht. Hier gerade die Factory von Jinro, die erstmal sich über die Karte bewegt. Der Proxy Pylon wird auf jeden Fall jetzt hier vernichtet. Dark Templar muss in den Rückzug antreten. Hier oben nochmal eine Probe von Vytra gesetzt. Und die Expansion ist gut dabei zu laufen. Setzt auch gerade jetzt bewusst beide Extractor oder Assimilator, wie es ja auch Protossianisch heißt. Ich habe einfach mal die Sprache so genannt. 1-1 Upgrade erstmal jetzt hier für ihn im Produktionsplan. APM-Zahlen erneut hier gerade den Terraner. Oh, 300 gerade für ihn. Income Tap zeigt jetzt auch gerade, dass der Protoss-Spieler weit, weit vorne ist. 5 Harvester More. Kann man jetzt einfach mal sagen, Army Supply jetzt immer noch der Jinro ganz klar am Vorteil. Wir sehen das auch gerade bei sich ungefähr gleich in den Supply-Zahlen bewegen. Das heißt, auch beide haben ungefähr eine selbe Army-Value. Ich denke, der Protoss wird auch langsam aber sicher jetzt rankommen. Baut gerade ein Charge-Upgrade auf. Zwei weitere Games hier im Bau. Und da kommt so ein kleiner Marodeur-Trupp und der will sicherlich versuchen, etwas zu stören. Währenddessen setzt hier Jinro erstmal auf Orbital. Wie heißt das? Nee, Planetary Fortress, Entschuldigung. Und da kommt Chamberlain Go. Und Jinro möchte jetzt hier wissen, was Phase hat die Factory in Position, könnte ohne Probleme gleich rüber scouten. Hier von Vytra die andere Scouting Probe. Und wir sind hier gerade so oben, so hin und her mit den ganzen Einheiten. Hier oben ist ein neuer Proxy Piner von der Duckload errichtet worden. Und gerade jetzt zieht sich Jinro bewusst wieder zurück. Und das ist echt ein bisschen schwierig. Gerade er sammelt sich wirklich ganz, ganz klar nochmal Blick hier auf Army Supply. Und langsam aber sicher bahnt sich hier ein Ausmaxen an. Und zwar haben wir jetzt mehr Supply-Zahlen für den Protoss-Spieler, aber wie gesagt, erst noch 4 Supply-Zahlen hinter den Terraner, was die Army-Supply betrifft. Die haben das Charge-Upgrade, währenddessen, wie gesagt, das zweite ist komplett ungenutzt, zweite Twilight Council. Das war jetzt hier absolut unnötig, kann man sagen. Und wir haben das 2-2-Upgrade, wie gesagt, jetzt hier auch für den Terraner, 2er-Panzerung. Jetzt kam hier ein kleiner Selle, da hatten wir kurz jetzt hier den einzelnen Marodeur, glaube ich, weggehauen. Da kommt jetzt der Go mit den Marodeuren in die Einheiten rein und versucht hier bewusst die Robotics Way rauszufokussen. Schafft er das? Kann er den letzten Koloss hier noch delayen? Das wird er auf jeden Fall hinkriegen. 2-2 Upgrade gerade in diesem Augenblick auf dem Wege. Und wir sehen gerade einzelne Selle, die reingeworfen werden. Und da kommt jetzt hier der Moon zurück des Terraners auf. Sein einzelnes Medivac muss er auf jeden Fall machen. Und hier oben räumen gerade die anderen Marodeure komplett hier die Proxy Pilots ab. Also wenn jetzt hier die Upgrades für Ducklord durch wären und dieses hier für Jinro, dann sind auf jeden Fall beide auf 2-2. Neues CC wird in der Base wieder gebaut. Jinro scheint darauf wirklich zu stehen. Neuer Drop jetzt hier. Und das scheint Ducklord auch vorhergesehen zu haben. Halt, auf jeden Fall gibt es den Dark Shrine auf, wird auf jeden Fall auch den einzelnen Pilot hier aufgeben. Und wird auf jeden Fall auch hier das einzelne Twilight Council hier aufgeben müssen. Baut hier direkt zwei weitere Pilots. 2-2 Upgrade bei ungefähr 50%, neue Expansion jetzt hier auch von Vytra. Und wie gesagt, jetzt hier unser Spieler Jinro läuft jetzt hier einfach mal quer auf der Karte hin und her. Blink Upgrade gerade jetzt hier auf dem Wege. Und jetzt Ducklord powered erneut der zweite Twilight Council. Und ich weiß nicht genau, warum er das tut. Aber nun ja, das sei einfach mal dahingestellt. Jetzt hier sogar noch hier Flugwaffen Level 1 auf dem Wege, damit eben die Vikings mehr Schaden gegen die Kolosse austeilen. Die Factory weiterhin hier in Position 2-2 Upgrade bei über 3 Viertel gerade. Das 2-2 Upgrade ist auch gleich durch für den Terraner. Und er hat sogar schon das 3 Upgrade für den Schaden auf dem Weg. Und beide spielen jetzt gerade hier wirklich sehr, sehr hartes Macro-Game. Wollen auf jeden Fall die Upgrades und auch ihre Expansion etwas zu laufen bringen. Income Tap zeigt gerade jetzt, dass der Protoss-Spieler weiterhin hier im Vorteil ist. Und jetzt sieht man auch hier, was die Army Supply betrifft. Beide sind ungefähr gleich auf, sowohl bei Army als auch bei Worker Supply. Und wir haben einfach mal 200 jetzt hier komplett ausgemaxt. Beide Armeen, 2-2 Upgrade wird gerade fertig. Dieser Marine hat auf jeden Fall einen Scheißjob, kann ich euch verraten. Blink gerade jetzt hier in der Fertigstellung. 2-2 ist in diesem Augenblick fertig geworden. Und ich bin gespannt, ob er wirklich das 3-3 Upgrade machen wird. Und kommt ein großer, großer Drop hier von Jinro rein in die Mainbase. Das zweite Council hat nicht lange überlegt, aber wen juckt's denn? Der hat ja 2 am Starte. Und hier oben ein, zwei Pilots down, wie gesagt, aber
weiter auf jeden Fall genug Supply gerade übrig, um das muss Jinri zurückziehen. Ganz, ganz klasse hier. Keine Upgrade gerade für ihn und noch sehr, sehr hohe APM-Zahlen sicherlich gerade für beide Spieler, genau gerade in diesem Gefecht. Wir haben einen Fusion Core, sehr interessant. Also jetzt kommt auf jeden Fall hier der Go auf die Battle Cruiser von Jinri und währenddessen geht da direkt auf die Expansion von Ducklaw. Sehr, sehr gut jetzt hier gemacht. Schöne Timing-Attack, kann man nicht anders sagen. Und da hat auch sofort White Dragon geschaltet, denkt sich, okay, nehme ich einfach die Gold und kann jetzt hier gleich in die Seite des Terranes reinbrechen. Und da kommt der Blink, sehr, sehr schön, kann die Vikings rausnehmen. Wir haben 5 Kolosse auf dem Spielfeld und gerade jetzt sieht man hier, der Proto-Terraner droppt gerade auf unter 150, weil jetzt der Proto-Spieler bei 165 gerade ist. Und die Kolosse haben so viel Splash-Damage gemacht und da hat gerade einfach Jinro seine komplette Armee verloren. Hinten noch ein kleiner Bio-Ball drin, währenddessen auch jetzt hier der Go auf die Gold-Expansion von Jinro und hier erneut hier die... Das CC, was sicherlich jetzt in eine Planetary Fortress morphen wird, einfach nur, um jetzt hier den Weg zu blockieren. Aber da wird sofort gesehen hier von Vytra und wird direkt jetzt hier versuchen, das zu unterbrechen. Und er sollte aufpassen. Raven und weitere 4 Vikings auf dem Wege. 3er Schaden-Upgrade ist jetzt auch gleich fertig für den Terraner. 2 Robotics Bay und 4 Gateways jetzt hier. Neue Expansion, wie gesagt, schon gut voreingeschritten. Und da kommt der Go auf die Gold Expansion von Jinro. Und da macht er auf jeden Fall sehr viel Schaden. Chandler ist auch mit dabei. Das Planetary Fortress wird gerade so fertig, aber wie gesagt, kaum eine Chance, gerade jetzt hier ein bisschen platt gehauen und da geht auf jeden Fall komplett die Expansion down. Die Zealots hier mit dem Charge Upgrade, wir haben ja Patch 1.3, machen jedes Mal Schaden und das ist auf jeden Fall kein schönes Spiel gerade für die Marodeure. Die Expansion hier ist komplett gerade down gegangen und der Schaff gerade ist so Jinro jetzt hier gegen das Harassment der Zealots hier zu erwehren, aber der große Ball kommt jetzt erstmal rein jetzt hier in die große Armee, blinkt hinterher, versucht die Vikings rauszufokussen. Gelingt ihm auch ganz gut hier, verliert noch einen weiteren Koloss, ein Koloss noch mit einem Start jetzt hier. Und das sehr, sehr gut. Jinro scheint GG und damit wäre das 1:0 hier für Vytra. Und damit heißt es für uns auf jeden Fall erstmal, er geht im ersten Viertelfinale sozusagen jetzt hier 1:0 in Führung. Und ich würde sagen, wir springen direkt in Match Nummer 2, einfach nur um zu sehen, was jetzt hier noch passiert. Bis dahin, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Remake Invitational, gehabt euch wohl.